Es war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als ein Osnabrücker Junge, den alle nur Hannes riefen, den Fußball für sich entdeckte. Obwohl mit Abstand der Kleinste in seiner Mannschaft, wusste der flinke Blondschopf sich durchzusetzen. Und einige Zeitgenossen sagten ihm bereits eine große Zukunft voraus. Doch zunächst sollte es anders kommen. Der Zweite Weltkrieg raubte dem Talent 5 seiner besten Jahre. Mit seinem Wechsel zum VfL kam Hannes Haferkamp im Jahr 1948 endlich da an, wo er hingehörte. In der höchsten deutschen Spielklasse. In der 48. Minute gleicht Haferkamp auf 2:2 aus. Rund um die Bremer Brücke ragten noch die Trümmer auf, als er begann, sich vor mehr als 30.000 Zuschauern in die Herzen des Publikums zu spielen. Mit dem mehrmaligen Erreichen der Endrunde um die deutsche Meisterschaft hatte der VfL Osnabrück, auch dank Hannes Haferkamp, in Fußball-Deutschland wieder einen Namen. Auch Sepp Herberger blieben die Fähigkeiten des Spielmachers nicht verborgen. So zählte der Osnabrücker vor 100.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion zu den Besten der deutschen Nationalmannschaft und sorgte im Wiener Praterstadion mit dem 2:0 für eine Sensation. 3 Minuten vor Schluss spielen sich Herrmann und Haferkamp durch und Haferkamp vollstreckt zum 2:0 für Deutschland. Beinahe wäre der Fritz Walter des Nordens Hannes Haferkamp auch einer der 54er-Helden von Bern geworden, hätte ihn nicht eine schwere Krankheit ereilt. Nach 141 Spielen und 40 Toren für seinen VfL verabschiedete Hannes Haferkamp sich 1956 endgültig in den sportlichen Ruhestand, blieb Osnabrück und dem VfL aber treu. Bei Heimspielen an der Bremer Brücke und in seinem Laden an der Lotter Straße. Ohne Starallüren blieb er der Fußballer zum Anfassen. Mit nur 52 Jahren verstarb Hannes Haferkamp am 30. Juni 1974 an einem Herzinfarkt. Beim Fußballspielen auf der Wiese des Osnabrücker Moskaubads.